Ja, vielen Dank, Christoph. Auch von mir herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Das freut mich sehr. Bevor wir jetzt in die Diskussion einsteigen, wollte ich auch noch ein paar Worte sagen zur Genese des Verfassungsblocks und zu der Idee, die wir damit intendieren und was es eigentlich mit diesem Projekt aus meiner Sicht auf sich hat. Der Ort, an dem wir den Verfassungsblock etablieren wollen, ist an der Schnittstelle zwischen Rechtswissenschaft und politischer Öffentlichkeit. Und zwar Schnittstelle deswegen, weil wir in beide Richtungen für mehr Durchlässigkeit sorgen wollen mit diesem Block. Also sowohl der Öffentlichkeit einen Zugang verschaffen zu dem Expertenwissen in der Rechtswissenschaft, die sie auch braucht, um sich zu ganz, ganz vielen rechtspolitischen und verfassungspolitischen Geschehnissen eine informierte Meinung bilden zu können und überhaupt zu verstehen, worum es da geht und was die Implikationen und Konsequenzen und Hintergründe dafür sind. Und ich glaube, dass nach meiner Warnung besteht dafür auch in der Öffentlichkeit eine sehr große Nachfrage. Aber es funktioniert auch in der anderen Richtung, dass wir der Rechtswissenschaft ein Instrument an die Hand geben wollen, in dem sie stärker in die Öffentlichkeit hineinwirken kann und sich neue Resonanzräume eröffnen kann und ihre Wahrnehmbarkeit in der Öffentlichkeit erhöht und nicht zuletzt auch in anderen Fachdisziplinen die Anschlussfähigkeiten für andere Fachdiskurse zu schaffen. Wie gehen wir dabei vor? Also Christoph hat schon die drei Phasen erwähnt, die dieser Block jetzt bereits in seinem jungen Alter durchlaufen hat. Also als ich vor etwas mehr als 4 Jahren, also im Sommer 2009, mit dem Block angefangen habe, war das zunächst mal nicht mehr als ein journalistisches Einzelprojekt. Ich habe diese Webseite installiert, eigentlich um dieses Medium auszuprobieren und um die in dem journalistischen Feld, in dem ich mich bewege, also im Verfassungsrecht, die Informationen, die ich habe, zu verbreiten und dann auch kommentieren zu können und die ganz spezifischen Vorzüge dieses Mediums auszunutzen aus journalistischer Sicht, nämlich die Schnelligkeit, dass man eben am Tag selber zu den Geschehnissen seine Meinung veröffentlichen kann, zu einem Zeitpunkt, wo sozusagen die öffentliche Aufmerksamkeit auf dem Höhepunkt ist danach und die Nachfrage nach Informationen dazu. Die niedrigen Zugangshürden, also da braucht man keinerlei redaktionelles Backoffice dafür, um sowas zu betreiben und muss keinerlei Fixkosten finanzieren oder ganz, ganz wenig. Und vor allem die hohe Diskursivität dieses Mediums. Also das man kann, also Blogs sind dadurch gekennzeichnet, dass sie Reaktionen provozieren. Also und zwar gerade dadurch, dass man in der ersten Person schreiben kann und soll, dass man sozusagen subjektiv sich positioniert. Und ein guter Blogpost zeichnet sich dadurch aus, dass er Kommentare provoziert. Und entweder Kommentare oder andere Blogposts, sodass dann insgesamt gesehen eine Debatte in Gang kommt, die den Vorgang, um den es sich handelt, dann sehr viel facettenreicher und sehr viel komplexer und sehr viel letztlich auch ausgewogener darstellt, als es jeder noch so objektive Text eines Einzelautors könnte. Ich habe dann ziemlich schnell gemerkt, dass dieser Blog mehr sein kann als nur sozusagen ein journalistisches Einzelprojekt und habe den Ehrgeiz entwickelt, daraus eine wissenschaftliche Diskursplattform zu machen und mich zu diesem Zweck dann mit Alexander Kemmer und Christoph Möllers in der Kooperation mit Recht im Kontext zusammengetan. Dieser Einzelblog, dieser Ein-Mann-Blog, der lebt auch weiterhin auf der Seite fort in Form einer Kolumne. Aber wir haben einen zweiten Teil dazu unter der Überschrift Debatte, wo wir fortlaufend versuchen, das verfassungspolitische Geschehen sowohl in Deutschland als auch im europäischen Ausland, also auf EU-Ebene und zum Teil auch außerhalb Europas. Hören Sie mich? Ja.
zu begleiten. Wir haben mittlerweile etwas über 120 Autoren, die für den Verfassungsblock geschrieben haben, viele davon auch wiederkehrend. Und wir betreiben das auch proaktiv. Also wir suchen sozusagen aktiv Interviewpartner oder ermutigen Leute da, von denen wir wissen, dass sie was verstehen von der Materie, wenn ein etwas Relevantes passiert in diesem Feld, dann dazu auch was zu schreiben. Und obendrein versuchen wir auch tatsächlich dann auch Debatten aktiv in Gang zu bringen, dadurch, dass wir Leute ermutigen, dann auf bereits geschriebene Blogbeiträge dann zu reagieren oder dadurch, dass wir Online-Symposien veranstalten, wo sozusagen Wissenschaftler ihre Thesen zur Diskussion stellen. Und das Ganze, also es gibt ja häufig den Vorwurf an Blogs, dass es sich dabei nur um so eine Art reaktiven Nachvollzug handelt von Themen, die eigentlich von etablierten Medien gesetzt werden und dann wird es da sozusagen nur nochmal durchgekaut. Und das versuchen wir auch anders zu machen und tatsächlich in unserem Feld auch Themen zu setzen. Und also zum Beispiel das Thema, die Affäre um die ungarische Verfassung vor etwa 2 Jahren ist eine gewesen, dieses Thema haben wir ganz maßgeblich gesetzt. Und das hat auch im Übrigen mit der Wissenschaft zu tun. Insofern, als ich auf dieses Thema gekommen bin durch eine kleine Konferenz, die hier an der Humboldt-Uni im Law and Society Institut stattgefunden hat. Und zwar war das im Januar 2011. Das war zu einem Zeitpunkt, wo über Ungarn nur unter dem Stichwort Mediengesetz noch die Rede war. Da hatte der ganze verfassungspolitische Hintergrund, vor dem das eigentlich spielt, der hat außerhalb Ungarns die Medienöffentlichkeit noch gar nicht erreicht zu dem Punkt. Und dann hat Christian Bollinger eine Konferenz, hat da zwei ungarische Verfassungsrechtler eingeladen, Krista Kovac und Gábor Tóth. Und die haben einfach mal erzählt, was da los ist in diesem Land. Und ich, Christoph war auch da. Und ich saß da hinten im Publikum und habe meinen Ohren nicht getraut und habe das dann auf den Blog geschrieben. Und es hat eine unglaubliche Resonanz erzeugt. Also die Zugriffszahlen sind explodiert, es hat sich viral ausgebreitet im Netz. Und dann habe ich beschlossen, ich muss da hinfahren und muss mir das aus der Nähe anschauen. Da habe ich einen langen Artikel für die FAZ geschrieben und dann war das Thema in der Welt. Und das zeigt, dass tatsächlich eben auch ein Blog wie unserer mit etwas Glück und mit der entsprechenden rechtswissenschaftlichen Expertise, die dann in dem Fall dazukommen musste, auch ein Thema erst setzen kann, das zu dem Zeitpunkt noch gar nicht medial besetzt war. Jetzt beginnt eine neue Epoche für den Blog, dadurch, dass wir sozusagen diese Schnittstellenfunktion, die ich am Anfang beschrieben habe, jetzt selber zum Gegenstand einer wissenschaftlichen Fragestellung machen. Und das zu einem diese Veranstaltung ist der Auftakt dazu und es soll heute um das Thema Medienwandel und Rechtswissenschaft gehen, also die Dezentralisierung der Medienlandschaft, für die der Blog selber ja vielleicht auch ein Beleg ist und wie sich die auswirkt aus der Rechtswissenschaft. Und ich würde gern, um in die Diskussion einzusteigen, eine erste Frage an Martin Eifert richten, im Sinn von einer Bestandsaufnahme. Das wäre tatsächlich jetzt erstmal, wenn wir so auf die letzten 10, 15 Jahre zurückschauen, die uns dieses Thema Medienwandel ja nun beschäftigt, und fragen, wie sich die Möglichkeiten der Öffentlichkeit wahrzunehmen, was in der Rechtswissenschaft passiert und die Expertise der Rechtswissenschaft für die eigene politische Meinungsbildung fruchtbar zu machen. Wie hat sich das in Ihrer Wahrnehmung verändert, sowohl als Medienkonsument als auch als jemand, der wissenschaftlich sich mit der Medienlandschaft beschäftigt? Wie würden Sie das beschreiben? Sie sehen, wenn man nicht für den Blog schreibt, wird man gleich bestraft, muss als Erster ran. Ja, wie sich das verändert hat? Ich würde sagen, natürlich durch den Blog zum Guten. Klassischerweise ist der Zugriff auf Rechtswissenschaft ja wie fast alles an Zugriff auf die Welt vermittelt durch die Journalisten, also mediatisiert. Das bedeutet, es gibt irgendein Ereignis, Journalisten telefonieren die Verzeichnisse der Fakultäten durch auf der Suche nach kurzen O-Tönen für den erläuternden Artikel und geben dann das dort
gefundene und gesammelte Wissen gewissermaßen in der journalistisch aufbereiteten Form weiter. So findet das üblicherweise statt, außer der Wissenschaftler nimmt sich ein Herz, akquiriert eine halbe Seite in der FAZ und schreibt selber einen Artikel. Ein eher ungewöhnlicher Vorgang für die Breite der Wissenschaft. Insoweit würde ich sagen, der Zugriff hat sich durch die Internetkommunikation, wie eigentlich bei jeder Form von Kommunikation, hat es geschafft, dieser Mediatisierung ein Stück zu entkommen. Also eine Einrichtung wie der Verfassungsblock ist eben ein unmittelbarer Zugriff auf Quellen, auf Wissenschaftler, die dort die Möglichkeit haben zu schreiben und insoweit sozusagen unmittelbar ohne die Mediatisierung durch professionelle Journalisten zu partizipieren an dem, was an Wissensbeständen, ich will mal sagen, von der Wissenschaft freigegeben wird. Denn das, was sich in diesen Medien abspielt, ist natürlich jetzt nicht Wissenschaft. Also da kommt sozusagen die Gegenseite zum Tragen, dass Wissenschaftler sich diesen Medien nur begrenzt öffnen. Das, glaube ich, hat teilweise auch sehr gute Gründe. Also so wie Sie den Blog beschrieben haben, machten Sie deutlich, ein guter Blog-Eintrag muss das sein, was halt Blogs generell kennzeichnet, nämlich aktuell und subjektiv. Sowohl Aktualität als auch Subjektivität sind nicht genau die Kennzeichen, die wir mit wissenschaftlichem Arbeiten verbinden. Und insoweit gibt es eine inhärente Spannungslage zwischen der Logik, in der Blogs funktionieren und in der alles das, was sozusagen Internetöffentlichkeit ausmacht, funktioniert und dem, wie Wissenschaft typischerweise funktioniert, jedenfalls so, wie wir sie bislang verstanden haben. Und insoweit habe ich den Eindruck, sozusagen der Zugriff auf die Wissenschaftler wird jedenfalls durch dieses Medium erleichtert, damit auch auf Wissensbestände, die bei den Wissenschaftlern vorhanden sind, aber eher im Sinne eines öffentlichen Raisonnements. Also weniger, dass dort tatsächlich wissenschaftliche Erkenntnisse verbreitet werden, außer sie liegen gerade bereit. Natürlich kein Amoklauf ohne 20 Gewaltforscher, die sagen, ob nun ein Video schädlich oder hilfreich ist. Da gibt es gewissermaßen schon lange etablierte Wissenschaftskenntnisse, die einfach immer mal wieder sozusagen aktuell abgerufen werden. Aber da, wo es tatsächlich sozusagen um neue Entwicklungen geht, die auch wissenschaftlicher Bearbeitung bedürften, da ist es so, dass eigentlich nicht auf Wissenschaft zugegriffen wird, sondern auf Wissenschaftler, die natürlich viel Kontextwissen haben, die sozusagen aus ihrer Forschung in verwandten Bereichen viel Fruchtbares beitragen können, aber deren zentrale Legitimation nur darin besteht, dass sie allgemein kenntnisreich in diesem Gebiet sind und dass sie wegen ihrer Wissenschaftlichkeit hoffentlich ein gewisses Maß persönlicher Unabhängigkeit besitzen. Mit dieser spezifischen Qualität nehmen sie dann an so einem öffentlichen Raisonnement teil, das auf Blogs stattfindet und stattfinden kann. Und insoweit ist der Zugriff auf die Wissenschaftler enorm erleichtert durch den Medienwandel. Der Zugriff auf die Wissenschaft eben weniger, weil die sich in ihrer Arbeitsweise gewissermaßen dieser nochmaligen Stärkung von Subjektivität und Aktualität eher entzieht. Das wäre meine Antwort. Das würde ich jetzt gern Katja fragen, als Journalistin, wie das aus deiner Sicht ausschaut. Also gerade das Stichwort Medialisierung. Also was trägt denn sozusagen der Rechtsjournalist bei, um diesen Zugang der Öffentlichkeit zu dieser Expertise zu erleichtern? Also dazu möchte ich vielleicht dem Herrn Eifert in einem Punkt widersprechen, und zwar, dass die Journalisten, wenn sie sich denn an die Rechtswissenschaft denken, einen O-Ton abfangen wollen und das war es dann auch. Also so einfach ist das nicht und ich glaube, die Journalisten, die gerade zu Staats- und Verfassungsthemen schreiben, die begnügen sich nicht mit O-Tönen, sondern, also jetzt aus meiner eigenen Arbeitsweise, aber auch von dem, was ich jetzt von Kollegen weiß, ist das so, dass man sich schon sehr intensiv mit der Rechtswissenschaft beschäftigt, indem man Aufsätze liest, indem man Konferenzen besucht, indem man Hintergrundgespräche führt, indem man sich auch die Gutachten, die da erstellt werden, ansieht. Also, da ist, glaube ich, doch der Rechtsjournalismus etwas anspruchsvoller, als er jetzt hier gerade skizziert wurde. Zur Befreiung von den Medien, also wie stehen die Blogs und die Medien? Eine Befreiung von den Medien kann ich eigentlich noch nicht so erkennen. Und ich finde, Max, du hast es im Grunde auch bestätigt, indem du darauf verwiesen hast, als es um das Thema ungarische Verfassung ging, dass die FAZ da ja dann doch auch eine nicht unmaßgebliche Rolle spielte. Also ich habe schon den Eindruck, dass die Blogs sich jetzt nicht
emanzipiert haben. Ich weiß auch gar nicht, ob das notwendig ist, ob das erstrebenswert ist, sondern ich glaube, da kann es durchaus eine fruchtbare Ergänzung und Zusammenarbeit geben. An einem Punkt, an dem ich voll zustimme, ist, dass der Zugriff, also für Journalisten, auf die Wissenschaft erleichtert wird durch die Blogs. Und zwar aus eigener Erfahrung wiederum kann ich das insofern bestätigen, als dass ich, nachdem ich lange Jahre in den Vereinigten Staaten über dortige Verfassungsrechtsentwicklungen berichtet habe, ganz aufgeschmissen war, als ich zurück nach Deutschland kam, weil in den Vereinigten Staaten es so war, dass die Blogs da meine entscheidenden Quellen waren, um mich, genau wie Sie sagten, zu informieren, wer ist überhaupt kompetent, wen kann man ansprechen und auch noch fast noch wichtiger, welche Argumentationsstränge gibt es? Und als ich dann wieder hier zurück nach Deutschland kam, 2010 war das, da gab es das so nicht. Und deshalb also stimme ich voll und ganz zu. Da sehe ich auch gerade eine Möglichkeit der sehr fruchtbaren Zusammenarbeit zwischen Blogjournalismus und einem Rechtsjournalismus in den traditionellen Medien, der den Anspruch hat, Rechtswissenschaften auch abzubilden und zu beobachten und zu verarbeiten. Da würde ich auch gerne noch einen kleinen Erfahrungsbericht sozusagen beisteuern aus meiner Zeit als erst Redakteur und dann Korrespondent beim Handelsblatt. Also bei mir war es jedenfalls so, dass ich immer dann, wenn ein Urteil kam oder ein Gesetzentwurf oder irgendwas Aktuelles, wo ich darüber berichten musste, dass ich am liebsten als erstes eine Professorin oder einen Professor angerufen habe, um einfach mal zu diskutieren, was es damit auf sich hat und wo eigentlich die Probleme stecken und was die Implikationen sind und alle diese Sachen, auf die man nicht auf den ersten Blick oder bei einer Lektüre der Urteilsbegründung unbedingt kommt, wenn man nicht tief in der Diskussion drinsteckt. Und es gibt ja ganz viele Beispiele, wo man eigentlich erst wenn man die wissenschaftliche Diskussion, in die ein solches Ereignis reinfällt, dazu nimmt, sieht, was eigentlich die Story dahinter ist. Und da war das von großem Nutzen. Und der Deal war dann eher, dass damit derjenige sich die Zeit genommen hat dafür, dass man dann ihm gesagt hat, hier, ich zitiere Sie dann auch mit so einem Zitat. Das fand ich nämlich ziemlich gut meistens. Franz, ich würde dich gern fragen, wie das denn aus deiner Sicht aussieht, wie nimmst du denn wahr das Interesse der Journalisten überhaupt an rechtswissenschaftlicher Expertise? Ist das etwas, welchen Gebrauch machen die Journalisten eigentlich? Also die Journalisten einerseits, jetzt reden wir mal über die Journalisten, von der Rechtswissenschaft. Rezipieren die tatsächlich Forschungsergebnisse oder ist Katja, wenn sie auf Tagungen geht und Zeitschriftenbeiträge rezipiert, da doch ein Einzelfall? Ja, ich denke, das ist nicht ganz einfach, das so pauschal zu beantworten. Da gibt es wahrscheinlich solche und solche. Vielleicht lassen sich zumindest zwei große Kategorien bilden. Und ich glaube schon, dass es eine Kategorie von Journalisten gibt, die schon ziemlich genau wissen, was sie eigentlich schreiben wollen und suchen dann eben einfach nochmal so das Label. Sagt auch Professor Möllers irgendwie. Und dann denkt man, oh, Professor Möllers sagt das, dann steigert das sozusagen den Wert der Argumentation oder was auch immer in dem Artikel transportiert werden soll. Das ist ganz ähnlich wie uns auch in der Politikberatung. Da gibt es eben auch dieses Phänomen, dass in Sachverständigenanhörungen eigentlich nicht wirklich die Sachverständigenexpertise gefragt ist, sondern es geht darum, vorgefundene, formulierte Ergebnisse irgendwie nochmal zu zertifizieren. Und dann gibt es natürlich das andere Modell, auch wieder ganz parallel in der Politikberatung, in Sachverständigenanhörungen. Da wollen wirklich Leute wissen, was ist denn jetzt Sache? Und wollen dann sich informieren und haben dann zum Teil durchaus klare Vorstellungen davon, wie man dann bestimmte wissenschaftliche Meinungen, bestimmte Professoren, bestimmte Strömungen einordnen muss, dass das eben dann vielleicht diese oder jene Fraktion ist und konfrontieren dann daneben auch mit den jeweiligen anderen Positionen. Das hat dann wirklich so etwas Diskursives, da macht sich dann jemand auf die Suche wirklich danach einen etwas höheren Erkenntnisstand dann auch irgendwie in dem entsprechenden Medium, dem Artikel oder um was es auch geht, zu transportieren. Das ist eine andere Kategorie.
Und dann gibt es natürlich dazwischen noch alle möglichen anderen Phänomene. Aber ich glaube, diese beiden zentralen Kategorien, die werden wahrscheinlich die meisten meiner Kollegen auch in der einen oder anderen Spielart schon mal kennengelernt haben. Was hat das mit dem Verfassungsblock zu tun? Also ich glaube schon, dass der Verfassungsblock und überhaupt das Medium-Block dann eben auch nochmal so ein Element ist in diesem ganzen Gefüge, wie verhält sich Wissenschaft zur Öffentlichkeit, wo man sich dann als Wissenschaftler auch immer fragt, ist das jetzt eher für mich mit Risiken verbunden oder mit Chancen? Genauso wie man sich bei einer journalistischen Anfrage natürlich auch fragt, es kann ja auch ein Risiko sein, wenn man mit Namen benannt wird. Vor allem, wenn man vergisst, darum zu bitten, dass einem das nochmal vorgelegt wird, wie man da zitiert wird. Und selbst dann, es gibt natürlich dann die entsprechenden Journalisten, die haben dann wirklich nur so den Teilausschnitt. Dazu sagt Professor Meyer Doppelpunkt. Und man weiß ja nicht genau, was der Kontext ist und fällt dann hinterher aus allen Wolken, wenn man feststellt, dass man da in einen völlig anderen Kontext gerät. Also auch beim Blog, denke ich, gibt es Risiken und Chancen. Und das hat auch was mit Reputation zu tun und um vielleicht auch diesen Themenaspekt hier schon recht früh anzusprechen. Einer meiner akademischen Mentoren, Joseph Weiler, mittlerweile Präsident des Europäischen Hochschulinstituts, hat das, wie ich finde, mal schön auf den Punkt gebracht, steht ihm also sehr kritisch gegenüber. Er spricht hier von einer Fast-Food-Culture, dass man also etwas hat, was als Wissenschaftler herkommt, aber nicht wirklich Wissenschaft ist, jetzt aus Wissenschaftlerseite, was doch so einen gewissen schnellen Genuss verspricht, so ähnlich wie Fritten mit viel Ketchup, wo dann aber doch irgendwie so ein gewisses schales Gefühl bleibt und man sich dann doch recht bald denkt, naja, vielleicht wäre dann irgendwie was anderes als Fast Food doch besser gewesen. Ja, und diese Fast-Food-Culture, das ist, glaube ich, das zentrale Argument, mit dem man sich dann auch als Wissenschaftler auseinandersetzen muss, ob man dann einen Beitrag leistet und ob es stimmt. Man sollte vielleicht dazu sagen, dass dann auch Joseph Weiler als Mitherausgeber des European Journal of International Law einer derjenigen ist, der im EJIL, das von Oxford University Press herausgegeben wird, mit als einer der ersten dann auch eine Online-Plattform EJIL Talk, ein bisschen komischer Name, aber EJIL Talk, organisiert hat. Das fände ich übrigens auch ein spannendes Nebenthema, das Verhältnis von solchen freien Blogs oder auch, wie es in Amerika ja fast bei jedem Professor eins gibt, jeder Prof hat da sein eigenes Law-Blog, die von den Verlagen betriebenen Blogs. Also der Beck Verlag zum Beispiel hat ja auch versucht, da einzusteigen in dieses Geschäft, ich glaube mit mäßig Erfolg, aber wie die Verlage das dann aufnehmen, das sagt erstens was über die Relevanz des Phänomens aus und zweitens vielleicht auch nochmal ein interessanter Vergleich und gibt nochmal interessante Hinweise. Also nochmal, ich glaube, es gibt für uns Wissenschaftler schon Risiken, die damit zu tun haben, dass es eben zum Teil wahrgenommen wird als eine bestimmte Art von Veröffentlichungskultur, die vielleicht nicht wirklich von allen gut geheißen wird. Das heißt, es drohen da auch ganz konkret Reputationsschäden. Also ich kenne von Kollegen die Einschätzung, dass in Blogs publizieren wirklich was Halbseines ist. Die sagen, sie müssen über Dinge lang und tief nachgedacht haben, müssen das hin und her gewälzt haben und es ist viel zu gefährlich, so das Argument, also so diese Schnellschüsse innerhalb von wenigen Stunden oder vielleicht nur wenigen Tagen einen Text zu produzieren, der dann für alle Zeiten im Netz steht. Ob das wirklich so ist, dass das Internet nichts vergisst, ist ja nochmal eine andere Frage, aber es stimmt natürlich, man hat es dann erstmal nicht mehr unter Kontrolle, es ist dann raus und möglicherweise stellt man dann nach 2-3 Wochen Nachdenken fest, vielleicht ist es doch anders. Also das ist so diese Sorge, die bei Kollegen, die zugegebenermaßen zum Teil auch einer anderen Generation angehören, vorherrscht. Frage der Qualitätskontrolle. Es schneidet anscheinend nach einer bestimmten Länge des Wortbeitrags ab. Wie beim Blog. Ja. Okay, also Chancen, Risiken. Ich könnte noch mehr sagen zu den Risiken und natürlich vor allem zu den Chancen, weswegen ich mich da auch sehr gern beteilige, die ich eben auch für wichtiger und zentraler und perspektivenreicher halte. Aber ich will das, wenn das Mikrofon schon abschaltet, bevor die Teilnehmer abschalten. Danke. Da kommen wir gerne nochmal drauf zurück. Fritten mit viel Ketchup, das muss man erstmal sich buchstäblich auf der Zunge zergehen lassen. Alexander, klar. Okay, wie auf dem Blog. Ich hätte noch eine Anmerkung zu der Fast-Food-Culture und würde ganz gern doch diese Frage des Wandels, was hat sich eigentlich verändert in den letzten 10, 15 oder 20 Jahren, noch mal etwas mehr kontextualisieren. Denn es hat sich ja nicht nur das Phänomen Blog eingeschlichen, es hat sich die Art und Weise verändert, wie wir öffentlich kommunizieren und wie auch Wissenschaft kommuniziert, sondern es hat sich auch verändert, wie wir zugreifen auf juristische Inhalte. Und wenn ich mal so
15 oder fast 20 Jahre zurückdrehe und mich erinnere an meinen ersten Job als studentische Hilfskraft an einem Lehrstuhl für Europarecht an der Universität Würzburg, wo es meine Aufgabe war, die Urteile des EuGH einzusortieren, wenn die dann nach Wochen oder Monaten kamen, in Preprint-Versionen, die unkorrigiert waren, und dann nach weiteren Monaten kamen die amtlichen Sammlungen heraus oder nach Jahren, dann wurden diese Preprints wieder wegsortiert und weggenommen. Die Urteile, die man da einsortierte, wurden selten in der Tagespresse besprochen. Das hatte vielleicht auch damit zu tun, dass damals das wesentliche Leitmedium, die FAZ, einen juristischen Redakteur hatte, Friedrich Karl Fromme, der stark auf Karlsruhe zentriert war. Dann in den späten 90er Jahren kam jemand neu dazu, das war Katja Gelinski. Und das war ein ganz großes Erlebnis, dass da plötzlich jemand schrieb, der über die Dinge berichtete, die wir da einsortierten und anschauten. Also der Zugriff auf juristische Inhalte funktionierte ganz anders. Und dann am Ende der 90er Jahre tauchte Joseph Weiler auf und gründete die erste Fastfood-Kette. Das war damals noch ein Testversuch, die Jean Monnet Working Papers, aber auch das war schon revolutionär, dass jemand Arbeitspapiere publizierte, in denen also erste Drafts von juristischen Aufsätzen und Texten erschienen, die also nach Wochen oder Monaten aktuelle Inhalte besprachen und verhandelten. Weiler hat daran Geschmack gefunden, du hattest es ja gesagt, Franz, und er ist aber jemand, der trotz seiner eigenen starken Kritik auch immer wieder neue Sündenfälle begeht, denn nachdem er den IGIL-Blog gegründet hat und sich dann beklagt über diese ganze Fastfood-Kultur, kam nächster Blog dazu, iConnect von Icon, das vielleicht auch einige kennen. Also offensichtlich gibt es doch irgendwas an diesem Phänomen Blog, das es reizvoll macht, damit umzugehen und darüber zu kommunizieren. Und warum das so ist, warum es aber im deutschsprachigen Raum doch so lange gedauert hat, nämlich eigentlich mehr als 10 Jahre, bis für Juristen es reizvoll wurde, in Blogformaten zu kommunizieren, das ist eine Frage, die mich immer noch umtreibt und die mich eigentlich immer mehr umtreibt. Denn die Kooperation mit Max Steinbeiß und mit dem Verfassungsblog war für mich sehr stark auch der Versuch, genau darüber Aufschluss zu gewinnen. Denn ich habe seit etwa 10 Jahren amerikanische Verfassungsblogs beobachte, darüber auch gelegentlich geschrieben in anderen Medien. Mich hat immer beschäftigt, warum deutsche Juristen eigentlich seit Jahrhunderten immer an der Spitze jedes aktuellen Medienwandels standen. Aber ausgerechnet, wenn sowas passiert, wie diese Blogs, die kommen und die eigentlich in idealer Weise die Möglichkeit bieten, sich in öffentlichen Debatten zu beteiligen und auch solche Debatten zu initiieren und Themen zu setzen, auf diesen Zug einfach nicht aufgesprungen sind. Und dass es dann innerhalb sehr kurzer Zeit gelungen ist, durch die Kooperation mit Max Steinbeiß und dem Verfassungsblog doch zumindest einige deutsche Rechtswissenschaftlerinnen und Rechtswissenschaftler zu motivieren, da mitzutun und auch zu sehen, dass es Resonanz findet in der größeren Öffentlichkeit. Das ist ein Mechanismus, der mir immer noch Fragen aufgibt, und viele Fragen davon werden hoffentlich in dem Forschungsprojekt beantwortet, das wir heute mit diesem Auftakt beginnen. Aber das nur so als kleine Kontextualisierung. Franz Mayer hat ja schon über die Chancen gesprochen, vielleicht kommen wir da dann gleich noch näher dazu und darauf. Ja, da sollten wir unbedingt noch drauf zurückkommen. Aber bevor sich jetzt sozusagen dieses Fast-Food-Label jetzt in den Köpfen festsetzt, wollte ich doch noch eine Hypothese wagen, ob das sich nicht doch vielleicht eher um ein Problem der Wahrnehmungsgewohnheiten handelt. Und es sich sozusagen erst etablieren muss, dass es sich tatsächlich um zwei ganz, ganz verschiedene Dinge handelt. Also sozusagen, dass der Blog tatsächlich, dass er gekennzeichnet ist von einer gewissen Vorläufigkeit und auch von einer Getriebenheit durch Aktualität. Und dass es nicht darum geht, sozusagen Forschungsergebnisse zu präsentieren, die irgendwie eine Art von Gültigkeitscharakter haben, sondern dass es darum geht, eine Debatte in Gang zu bringen, an deren Ende dann vielleicht etwas stehen kann, was dann sozusagen zum Anlass tatsächlicher Forschung werden kann. Aber dass es sich trotzdem nicht um etwas handelt, wo man sagen müsste, das ist irgendwie per se unwissenschaftlich. Und auch nicht um etwas, wo man sagen würde, dass sozusagen das eine verdirbt den Appetit auf was anderes. Aber da würde ich jetzt gerne Stefan Martini fragen. Denn ihr habt ja da mit großem Einsatz und mit spektakulärem Erfolg einen Blog gegründet. Und da habt ihr euch ja wahrscheinlich über genau diese Themen auch Gedanken gemacht. Ja, das haben wir. Aber
Bevor ich dazu komme, wollte ich, es gehört sehr für ein Podium, dass man auch mal widerspricht, Herrn Eifert, versuchen, einen Ball zurückzuspielen. Und zwar haben Sie ja gesagt, dass Aktualität und Subjektivität eher die Mechanismen in der Blogosphäre sind. Und dann hieße das ja für die Wissenschaft, dass dort Ewigkeit und Objektivität die Tugenden wären. Und ich habe das, den Eindruck, dass das eher Zuschreibungen von außen auf die Wissenschaft sind, während Reputation innerhalb des Wissenschaftssystems sehr wohl über Aktualität und Subjektivität verteilt wird. Und das greifen Blogs auch auf. Und hier kann es eben auch zählen, der Erste zu sein, genauso wie es vielleicht auch in der Wissenschaft zählen kann, der Erste zu sein. Und da ist dann wahrscheinlich auch, indem diese Mechanismen gesteigert werden, der Anknüpfungspunkt eben zum Journalismus, der, wo diese Mechanismen eben auch in Reihenform existieren. Wir sind in dem Sinne etwas anders beim JUWIS-Blog, für den ich hier sitze, als der Verfassungsblog, als wir uns eher als innerwissenschaftliche Gründung begriffen haben, jedenfalls zu Beginn, also als Selbstverständigungsplattform für junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im öffentlichen Recht. Und ab und zu durchbrechen wir dann auch die Grenze zur politischen Öffentlichkeit, wenn dann eben auch Dinge viral werden und woanders aufgegriffen werden. Unser meist angeklickter Post war ein Post, der den Martin Sonneborn auf seinem Facebook-Profil geteilt hat, der 92.000 Freunde hat auf Facebook. Wir haben ungefähr 500 und wenn da einfach so 2% draufklicken, dann steigert man schon enorm seine Reichweite. Herr Eifert, Sie haben jetzt jede Menge Bälle in Ihrem Feld, aber bevor ich Sie dazu die Gelegenheit gebe, die wieder zurückzukicken, würde ich gerne Katja nochmal das Wort geben. Ich wollte ganz kurz sagen zu diesem Begriff der Fast-Food-Culture. Vielleicht sollte man besser von Appetizer-Culture sprechen. Also, denn ich stimme dir völlig zu, Max. Ich finde nicht, dass das jetzt etwas, der Blog ersetzt ja nicht die bisherigen Formate, sondern er soll eben anregen, die Diskussion in Gang bringen. Und ich finde, mit diesem Begriff des Appetizers verträgt sich auch, dass ja der Blog-Eintrag auch davon lebt, dass er eine gewisse Pikanterie hat, eine gewisse Würze und Schärfe. Und also ich finde nicht, dass es Fast Food ist und damit im Grunde ja dazu führt, dass hier Wissenschaft aufgebläht oder verwässert wird, sondern es gibt dem eigentlich, also es ist ein schöner Anreiz, um dann vertieft über die Dinge zu diskutieren. Ich finde auch, ich würde es auch nochmal nachsagen, also ich meine, Subjektivität und Aktualität nicht, sind ja, glaube ich, schon, also ich würde erstmal sagen, gerade in Geisteswissenschaften ist Subjektivität natürlich immer irgendwie sagen, nicht wegdenkbar von jeder Form von wissenschaftlichem Erfolg, auch den kanonisiertesten. Nicht? Wir können uns eigentlich keinen Soziologen und keinen Literaturwissenschaftlerinnen und auch keinen Rechtswissenschaftler denken, die nicht irgendwie dadurch bekannt geworden sind, dass sie irgendwas in ihrer Subjektivität da reingegeben haben. Und Aktualität ist natürlich auch eine Frage, glaube ich, wo man sieht, dass sich das Wissenschaftsfeld selber auch sehr stark verändert. Also ich finde zum Beispiel wir sehen ja jetzt schon, dass bestimmte Formen der Kanonisierung von Wissen irgendwie vielleicht ein höheres Maß an Vorläufigkeit erreichen, als wir das früher so gedacht haben. Wir sehen, Handbücher kriegen dauernd Neuauflagen, aber bei der Witz des Handbuchs eigentlich immer, dass dann nicht neu aufgelegt wird, sondern irgendwie dasteht. Wir sehen, dass die Zeitschriften, die sagen als Archivzeitschriften herauskommen, also sagen alle 3 Monate und Archiv, das ist ja schon noch eine gewisse Ironie, dass man eine Zeitschrift noch mal Archiv benennt, nicht? Also für viele der langweiligste Ort auf Erden, aber für andere sozusagen das, wo die Ewigkeit irgendwie dann verstaubt. Das Archivzeitschriften, aber wie ich selber auch aus eigener Erfahrung weiß, mit einer massive Probleme haben, Artikel zu rekrutieren, die tatsächlich so sozusagen das Versprechen halten, dass eine Zeitschrift, die sehr wenige Artikel pro Jahr veröffentlicht, erstmal gibt. Nämlich, dass der Artikel irgendwie auch seinerseits lange hält. Und das hat, glaube ich, viel zu tun mit der, das hat sowohl mit der Wissenschaft als auch mit ihrem Gegenstand zu tun. Und ich meine, bei ihrem Gegenstand wäre doch nochmal die Frage, wie kommen wir eigentlich auf unsere Themen? Nicht? Das ist das, was Frau Gelinski wahrscheinlich auch gemeint hat. Also wie kommt so ein Juraprof auf seine Themen? Woher weiß er eigentlich, worüber er schreiben soll? Und das ist natürlich schon interessant. Also entweder schreibt er über das alle schreiben. Das sind dann die Themen, die schon so verwissenschaftlich sind. Oder er schreibt irgendwie über was, worüber noch keiner schreibt.
Und dann stellt sich die Frage, wo hat er das eigentlich her? Und ich denke, das ist eine Frage, die auch wenig geklärt ist. Also es gibt ein paar kanonisierte Formen der Neuigkeit. Also eine Verfassungsgerichtsentscheidung wäre eine kanonisierte Form der Neuigkeit. Die Entscheidung ist da und sie ist neu. Aber es gibt sicherlich auch andere Probleme, wo es sehr schwer ist, Zugang zu finden. Und ich finde, es gibt ganze Rechtsgebiete, bei denen man sieht, etwa das Europarecht schon, Hans Meyer sicherlich immer das sehr, sehr wunderbar macht, aber auch das Völkerrecht, wo schon die Qualität des Wissenschaftlers sich dadurch ausweist, dass er einen Zugang zu dem Gebiet hat, der viele Kanäle verwendet. Weil man sozusagen das Europarecht nicht nur versteht, wenn man ins Amtsblatt guckt. Und dann auf einmal merkt man, dass das Bespielen der Medien und des Wandels der Medien öffentlich vielleicht doch eine eigene wissenschaftliche Qualität ist. Ohne dass ich damit sagen will, dass ein Blog jetzt sagen, reine Wissenschaft produziert, was immer reine Wissenschaft sein soll. Ja, Herr Eifert, ich würde jetzt zu den vielen, vielen Bällen, die Sie im Feld haben, noch einen hinzufügen wollen. Nämlich die Frage, welches Interesse hat die Rechtswissenschaft überhaupt, ihre Expertise in die politische Meinungsbildung in der Öffentlichkeit einzuspeisen? Ist das ein Nebenprodukt rechtswissenschaftlicher Tätigkeit in Ihren Augen? Oder ist das vielleicht sogar kennzeichnend für eine an normativen Fragestellungen arbeitende Wissenschaft? Gut, der Rest der Zeit gehört mir, würde ich sagen. Der interessanteste Debattenstrang, glaube ich, für uns alle ist definitiv der kulinarische. Und deshalb würde ich da gerne anschließend an das, was Sie, Frau Glinski, gesagt haben, auch gerne noch einen eigenen Begriff dazu bringen, den ich von meiner kleinen Tochter gelernt habe und ihrer Kita. Das ist der Begriff des Kostekleks. Das trifft, glaube ich, etwa das, was Sie sozusagen mit Ihrem Advertising hatten. Der Kostekleks, das ist etwas, was schon sozusagen den Geschmack aufnimmt, aber kein volles Gericht ist, bei dem man eine Ahnung bekommt davon, was man bekommen könnte, ohne es schon zu haben. Und das scheint mir durchaus sozusagen für ein sehr gelungenes, frühes Aktualitätsmoment eines Blogs eine treffende Beschreibung zu sein, die anspruchsvoller ist als Fast Food, aber dann doch hinter dem eigentlichen Dinner zurückbleibt. Und damit komme ich sozusagen auf die Punkte, wir erleben hier ja schon die Dramaturgie eines Blogs eigentlich. Es geht um radikale Zuspitzung. Also wenn man subjektiv und aktuell nicht mehr als wissenschaftlich findet, dann muss man für ewig und wahr sein. Mit dem wahr würde ich sagen, das ist durchaus eine ganz etablierte Kategorie, mit der wir Wissenschaft verbinden. An der würde ich doch auch sehr altbacken festhalten wollen. Dass dabei Subjektivität nie ausgeblendet werden kann, ist logisch, solange das Menschen machen. Das scheint mir jetzt aber sozusagen mit einer ganz anderen Subjektivität zu spielen, als es die Subjektivierung des Blogs als Medium mit sich gebracht hat. Und was die Aktualität angeht, würde ich sagen, in der Tat, wir haben so eine Art Zyklus in der Wissenschaft. Also natürlich ist Reputation sozusagen auch mit Aktualität verbunden, aber es gilt so ein bisschen das Grundgesetz first or best. Also der erste Zugriff ist schon mal einer, der immer zitiert wird. Deshalb sozusagen geht es darum, den ersten Aufsatz da geschrieben zu haben und Ähnliches. Dann wird das so langsam abgearbeitet, jedes aktuelle Thema in vertiefteren Aufsätzen, in diesen angestaubten Archivzeitschriften, von denen Christoph gerade sprach. Und dann vergeht doch noch eine ganze Weile, bis exakt dieselben Themen auf einmal monografisch bearbeitet werden und der Leser sich wundert, wie viel da eigentlich drinsteckt, obwohl der erste Aufsatz doch eigentlich so ganz hübsch erschien. Soll heißen sozusagen, das widerspricht sich mitnichten. Der Unterschied ist nur derjenige, sozusagen dieser erste Zugriff, das ist gewissermaßen der Moment des Erstaunens, bei dem sich dann wissenschaftliche Methodik auf das Problem legt. Das ist aber nicht das gewissermaßen das Endergebnis dann der wissenschaftlichen Bearbeitung, sondern das, und das kann man an diesen Zyklen gewissermaßen von frühen ersten Aufsätzen in anwendungsorientierten Zeitschriften, also so Quick and Dirty NVWZ-Schuss oder sowas, sozusagen bis eben dann irgendwann zu einer Habilitation oder so, kann man das ganz gut nachzeichnen. Dazwischen liegen irgendwo alles Mögliche von Festschriften, Beiträgen, Kommentaren und anderen Medien. Jedenfalls sozusagen würde ich sagen, man hat so eine Abfolge, bei der der Blog gewissermaßen nochmal die NVWZ toppt. Und deshalb für die Tatsache, first zu sein und damit schon mal gut im Geschäft zu sein, ein Thema mitzubesetzen, mit viel Glück sogar einen Begriff zu besetzen, natürlich geht es auch immer um Begriffsbesetzung, dafür ist der Blog ein tolles Medium. Aber ist er deshalb gewissermaßen schon das Medium der Wissenschaft? Eben immer noch nicht, sondern er greift gewissermaßen einen Aspekt, mit dem Wissenschaft sich Zugriff auf Themen verschafft, den greift der Blog auf und radikalisiert ihn. Das will ich nicht kleinreden, aber wir sollten nicht das eine mit dem anderen verwechseln, um hier meine altbackene Rolle brav weiterzuspielen. Ich wurde ja eingeführt als der Blog-Analphabet und will deshalb gerne hier gerne den Gegenpart übernehmen, damit keine Langeweile aufkommt. Es blinkt, ja. Die nächsten Bälle erst später.
Dann ist es, glaube ich, jetzt unbedingt notwendig, dass wir auf die Chancen des Blogs zurückkommen. Franz, da. Okay, ich war ja eigentlich mit den Risiken noch gar nicht fertig, aber das will ich jetzt. Gut, die Chancen. Also die Chancen dann aus Sicht des Wissenschaftlers ist in der Tat der Zeitfaktor. Das ist, glaube ich, jetzt schon hinreichend deutlich geworden. Ich würde auch sagen, NVWZ oder vergleichbare Publikationsformen, die recht häufig erscheinen, von daher einen recht hohen Durchlauf haben. Also unter 3-4 Monate geht da nichts und Blog ist halt ja im Prinzip innerhalb von wenigen Stunden. Und wenn man wirklich glaubt, man hat was, was die Menschheit jetzt sofort erfahren muss und was nicht warten kann, bis, sagen wir, das Archiv des öffentlichen Rechts 2,5 Jahre später oder so, also es sind wirklich... Ja, die Sachen sind dann gut abgehangen. Aber das ist vielleicht auch ein Qualitätsmerkmal. Also der besagte Joseph Weiner zum Beispiel, der reagiert auf Nachfragen seiner Autoren. Der ist ja auch, wie gesagt, Herausgeber von den Zeitschriften. Wann denn endlich der Beitrag kommt? Meist eine Nachfrage, vielleicht hätten wir den Beitrag doch nicht annehmen sollen, wenn er so zeitgebunden ist. Also es ist schon auch, wie gesagt, es ist dieser Faktor Zeit, der auch was mit Qualität zu tun haben kann aus Sicht mancher. Aber ich denke, wenn man wirklich über die Frage, die ja schon angesprochen worden ist, auch nachdenkt, kann es sinnvoll sein, auch in der Tat Begriffe zu besetzen oder Themen zu besetzen oder auch bestimmte Interpretationsperspektiven zu eröffnen, dann ist der Zeitfaktor interessant. Das ist also sicher auch aus Sicht der Wissenschaft ist es eine Chance. Das Zweite ist die Reichweite. Ich glaube, es ist einfach eine andere Leserschaft, die die NVWZ liest. Wer liest denn eigentlich den? Okay. Aber der die NVWZ liest und der im Blog, der so einen Verfassungsblog liest. Ja, das ist einfach, ich würde es noch nicht mal quantifizieren, das ist einfach eine andere Reichweite. Es ist möglicherweise, wir sind ja auch alle, also die Wissenschaftler, die hier auf dem Panel sind, wir sind ja alle Hochschullehrer, also sind auch in der Lehre unterwegs und es ist, glaube ich, auch etwas, was vielleicht Studenten eher erreicht. Das ist jedenfalls meine Wahrnehmung. Das sollte man nicht unterschätzen. Die didaktische Reichweite, die man damit hat, das passt dann natürlich auch gut zusammen, dass die Texte zwangsläufig kurz sind und dass sie dann eben auch vielleicht zugänglicher sind. Ich glaube auch, das spezifische Medium Internet ist ein Medium, das dann im Blog zum Beispiel auch sichtbar sich sehr gut für bestimmte Darstellungen eignet. Das hat mit der Hypertextualisierung zu tun. Also letztlich der gesamte Parland ist ja eigentlich auch ein Hypertext oder das BGB, ja, wo hin und her verwiesen wird. Und diese spezifische Struktur, wie wir Recht handhaben, die wird im Internet und gerade auch in Blogs natürlich, wird die nochmal so richtig sozusagen zur vollen Entfaltung gebracht, wenn man eben über Links im Text alles Mögliche nochmal direkt in den Text einbauen kann. Letztlich sind Fußnoten auch nur eine Form von Hypertextualisierung. Von daher haben wir als Wissenschaftler, glaube ich, damit auch keine großen Probleme. Gleichzeitig, wenn ich schon über die Textform nachdenke, dann vielleicht nur eine Beobachtung, die auch wieder mit diesen langen Texten zu tun hat, im Staat oder in AOR. Vielleicht ist es ja wirklich nur eine ganz kulturpessimistische Vermutung, aber ich glaube, dass es eben auch immer unüblicher werden wird, lange Texte linear zu lesen. Und das wird sich irgendwann möglicherweise, also ich glaube so in der allgemeinen Kultur mag das erklären, warum eben, keine Ahnung, also den Zeitbeitrag, der sich dann über 4 Seiten, es gibt Ausnahmen der Zeit natürlich, lange Beiträge der Zeit, aber ansonsten so ganz lange Zeitbeiträge, da kenne ich viele Leute, die sagen, das ist viel zu lang, sowas lese ich nicht mehr, da werde ich nervös. Vielleicht ist es wirklich auch so eine Generationenfrage, also wenn man mit MTV und Music Clips und so weiter sozialisiert worden ist und so eine Aufmerksamkeitsspanne dann einfach irgendwie anders vielleicht auch ausfällt, dann ist eben auch so ein langer linearer Text, wie sie unsere wissenschaftlichen Texte dann sind, das ist dann weniger zugänglich als so ein Hypertext-basierter Text, wie er eben auch im Blog erscheint. Das mit der Diskursivität, Max, weil du das angesprochen hast, das würde ich jetzt sozusagen theoretisch auch so sehen. Da frage ich mich aber, ob es praktisch wirklich so gut funktioniert. Da müssten wir vielleicht auch noch mal so einen Nebenstrang der Diskussion aufmachen, wie gut das mit der Diskursivität wirklich funktioniert. Das hat auch was mit Qualitätskontrolle zu tun. Da gibt es trotzdem, glaube ich, auch noch Hemmschwellen. Also es gibt eindeutig Leute, auch jetzt gerade im Verfassungsblog, die schreiben einfach völlig ungehemmt irgendwas auch in die Kommentare. Aber also ich zum Beispiel habe, glaube ich, noch nie einen Kommentar geschrieben. Irgendwie denke ich mir immer noch, nochmal gucken, wie die Diskussion läuft und habe ich da jetzt wirklich was zu sagen und so. Also ich weiß nicht, die Diskursivität ist vielleicht doch gar nicht so
vorhanden, wie man sich das denkt. Naja, und das Letzte, was ich als Vorteil dann noch nennen würde, ist, dass man einfach auch mal neue Formate ausprobieren kann. Also ich habe einmal ein Format ausprobieren können bei dir im Verfassungsblog, da hatten wir eine bestimmte inhaltliche Thematik, da ging es um Eurobonds, das hatten wir garniert mit Zitaten, Originalzitaten aus Star Wars. Ja, I have a bad feeling about this, Han Solo über Eurobonds. Und damit wurde das Ganze, wie ich finde, veranschaulicht. Für eine bestimmte Leserschaft wahrscheinlich. Du glaubst, Josef Wiesensee weiß nicht, wer Han Solo ist? Ja. Okay. Und deine Kinder werden es auch nicht wissen, das ist das Problem. Doch, die wissen das. Die wissen das sehr gut. Aber gut. Was ich sagen will, also dass man einfach mal neue Formate ausprobiert, das wurde mir da besonders sichtbar. Wir haben dann genau denselben Text der ZRP angeboten und zwar in zwei Fassungen, einmal auch mit diesen ganzen Star Wars Zitaten und dann sozusagen neutral. Und die ZRP hat natürlich eine neutrale Fassung genommen. Das war ihnen dann doch ein Stück zu gewagt und irgendwie wahrscheinlich zu unwissenschaftlich. Und die ZRP ist jetzt ja wirklich nicht sozusagen, wie soll ich sagen, die sind ja schon auch ein Stück weit am Aktuellen interessiert, um es mal neutral zu formulieren. Und das fand ich dann auch sehr bezeichnend, dass wirklich so mal was Neues ausprobieren da gar nicht ging. Und da, glaube ich, ist Verfassungsblog und Blogs insgesamt natürlich einfach, ja, da ist vieles noch unvermessenes Gelände. Also in der Summe der Faktor Zeit ist, glaube ich, aus wissenschaftlicher Sicht ist einfach sehr attraktiv. Und das andere, das nur noch ganz kurz, natürlich auch wirklich auch, was du auch gesagt hast, aus deiner Journalistensicht, die Unabhängigkeit. Die Unabhängigkeit, was man da veröffentlicht, wenn man denn veröffentlichen kann, weil ich könnte jetzt viel dazu sagen, wie in den herkömmlichen Publikationsmedien in Deutschland und anderswo eigentlich die Entscheidung fallen, was wird veröffentlicht, was wird nicht veröffentlicht. Da müsste man auch über Peer Review sprechen, über Qualitätsfilter. Also da gibt es jedenfalls jede Menge Zwänge und Barrieren. Und es gibt manche Systeme, da sind die plausibler und weniger arbiträr als anderswo. Ich sage jetzt nicht, was ich hier genau im Blick habe, aber ich glaube, die Unabhängigkeit im Blog und gerade wenn wir jetzt auf Amerika gucken, wo jetzt jeder Prof seinen eigenen Blog hat, wo er einfach selber dann entscheiden kann, was veröffentlicht wird, das ist natürlich auch nochmal attraktiv für Wissenschaftler. Führt natürlich auch sofort wieder zu der Qualitätsfrage. Ja? Also wenn man da alles Mögliche veröffentlichen kann, dann ist natürlich diese Lotsenfunktion, die letztlich auch darin liegt, dass Zeitschriften, wenn sie gut gemacht sind mit Peer Review und so weiter, dann auch nochmal auswählen, was vielleicht wirklich veröffentlichungswürdig ist, die ist dann weg. Und dann ist am Ende geht alles in diesem Meer, in diesem weißen Rauschen von irgendwelchen Äußerungen mehr oder weniger großen Qualitätsgehalts geht dann unter. Das ist so das Szenario. Jetzt bin ich schon wieder bei den Risiken. Ich höre jetzt lieber auf. Also ich finde wahnsinnig interessant aus meiner journalistischen Sicht, dass wenn wir über den Zeitfaktor reden, dass da etwas gar nicht so richtig vorkommt, was für mich als Journalist ganz nahe liegen würde, nämlich das Leserbedürfnis. Also es ist so, dass sozusagen aus Sicht des Lesers oder der Öffentlichkeit das Bedürfnis dann am größten ist, sozusagen erklärt zu bekommen, womit man es da zu tun hat, wenn das Ereignis aktuell ist. Und dann ist sozusagen ist dieses Bedürfnis da. Und wenn dann eben, wie gesagt, selbst die NVWZ nach 3 Wochen dann kommt und die Archivzeitschrift nach 2 Jahren und die Habilitation nach 10 Jahren, dann ist das Bedürfnis einfach nicht mehr da. Und wenn es irgendwas gibt, was interessant ist für die Rechtswissenschaft, sozusagen die mediale Meinungsbildung da einen Input einzuspeisen, dann müsste das doch eigentlich ein Faktor sein. Und das würde ich auch gerne mal Stefan Martini fragen, wie das aus eurer Sicht ist. Ihr habt ja angesprochen, dass ihr eigentlich das als binnenwissenschaftliches Diskursmedium eigentlich betrachtet. Aber ist das für euch ein Faktor, dass ihr tatsächlich eben auch die öffentliche Meinungsbildung sozusagen damit irgendwie eure Expertise einspeisen wollt? Oder und wie setzt ihr das ins Verhältnis zu euren wissenschaftlichen Ambitionen? Wir wollen natürlich auch schnell sein. Das kommt, glaube ich, einfach, wenn man anfängt zu bloggen, dann will man einfach auch schnell sein. Und wir sind immer noch viel zu langsam. Also so schnell wie Maximilian Steinbeis werden wir, glaube ich, nicht werden. Dafür sind unsere Autoren, glaube ich, auch noch nicht so weit. Wir zielen, also unsere Intention war ja, eigentlich auch eine ähnliche wie die Assistententagung im öffentlichen Recht oder auch die Staatserzählertagung, hat nämlich
die Rechtsgebiet, sozusagen die Experten in ihren Rechtsgebieten auch mal aufeinanderstoßen zu lassen. Das passiert auf unserem Blog unmittelbarer. Wir haben auch Österreicher und Schweizer in der Redaktion, in unserem Editorial Board, die auch voneinander lernen können. Und das spiegelt sich auch in unseren Kommentaren teilweise. Also da passiert nicht sehr viel, auch nicht so viel wie auf dem Verfassungsblog. Aber es passiert ein Austausch, man ist sich auch uneinig und tauscht Argumente über diese Uneinigkeiten aus. Sobald man aber im Internet ist, wird man gefunden und darum hat man, glaube ich, auch immer im Blick, wie die politische Öffentlichkeit das aufnimmt. Und wir freuen uns natürlich, wenn wir wahrgenommen werden, auch für unsere Autoren, wenn sie wahrgenommen werden. Also es gab auch schon einige Interviewanfragen an unsere Autoren, die sich erst dadurch ergeben haben, dass Journalisten auf bestimmte Themen recherchiert haben und dann eben auf unsere Autoren gestoßen sind. Also bevor ihr da euer Licht unter den Scheffel stellt, also ich habe es ein paar Mal schon gehabt, dass ich mir dachte, verdammt, jetzt hat der Juwis-Blog das Thema und ich habe es noch nicht. Katja, wie ist das denn in den USA? Du hast ja lange in den USA gelebt und kennst, wie du auch schon gesagt hast, rechtswissenschaftliche Blogszene in den USA sehr genau. Also nach meiner Wahrnehmung haben viele, und zwar sehr, sehr renommierte Rechtswissenschaftler in den USA den höchsten Spaß daran, ganz aktuelle politische Dinge ganz kontrovers und ganz schnell und ganz eben auch ganz vorläufig miteinander zu diskutieren und sich dabei dieses Mediums zu bedienen. Woran liegt es, dass sozusagen die Berührungsangst in den USA da so viel weniger ausgeprägt ist wie in Deutschland? Also ich glaube, dafür gibt es mehrere Gründe. Erstmal denke ich, größere Unbefangenheit der Amerikaner gegenüber dem Internet und neuen Medien insgesamt. Man ist da jetzt völlig unabhängig davon, ob es um Rechtswissenschaftler geht oder andere Wissenschaftler, einfach offener. Dann auch vielleicht diese eher positive Grundeinstellung der Amerikaner, dass man nicht sagt, das ist aber doch eine sehr heikle Sache, sondern dass man das eher als Chance wahrnimmt. Dann vielleicht auch dieser Spieltrieb. Also das sind jetzt alles mehr so allgemein gesellschaftlich-kulturelle Gründe, die da eine gewisse Rolle spielen. Ganz speziell zum Bloggen von Rechtswissenschaftlern ist mein Eindruck, dass also auch die rechtswissenschaftliche Debatte eine ganz andere ist. Das ist natürlich längst nicht so staatstragend wie hier. Also es ist nicht so, dass die Leute vor Ehrfurcht erstarren, sondern dass vielleicht auch eine größere Respektlosigkeit herrscht gegenüber Staats- und Verfassungsrechtlern. Und dann natürlich auch diese weniger dogmatische Herangehensweise. Also man strebt jetzt nicht unbedingt danach, dass das jetzt alles in Stein gemeißelt schon dastehen muss, sondern vielleicht wird das hier auch mit einer gewissen, also ist da vielleicht auch eine gewisse Verachtung, dass man ja also auch nicht so methodenfest ist. Oder wenn Methoden, dann gibt es ja ganz viele verschiedene. Also das ist eine viel größere Spielwiese. Und dann kommt sicherlich auch dazu die größere ideologische Spannbreite in den Vereinigten Staaten. Und dass man sich auch ganz offensiv zu einem ideologischen Spektrum bekennt. Mein Eindruck war, als ich zurückkam, aus den Vereinigten Staaten hierher, dass sich das hier eher, also dass es sich in Amerika eher zuspitzt ideologisch und dass es doch hier sich eher nivelliert. Also gerade in der jüngeren Generation der Rechtswissenschaftler, vielleicht stecke ich da, also habe ich da auch nicht genug Einblick, aber mein Eindruck ist doch, dass das nicht, dass das doch eher eine mäßigendere Tendenz hier ist. Also dass die Tendenz eher eine gemäßigtere ist. Und ich glaube, das wären erstmal die wesentlichen Punkte. Ja, das finde ich eine interessante Beobachtung. Zumal es ja auch in Amerika sozusagen zwei Bloggerfamilien richtig gehend gibt. Mhm. Sozusagen den einen großen liberalen Blog, Balkanization, und den großen libertär-konservativen Blog, Wall of Conspiracy.
wo sich sozusagen Dutzende von Wissenschaftlern zusammenfinden, um ein ganz bestimmtes politisches Spektrum da auch zu bedienen. Alexander wollte das sagen. Ja, ich würde dazu doch gerne noch anmerken, ich habe also weit weniger profunde Amerika-Kenntnis als Katja Gelinski und mehr so eine Art gelegentlicher Besucher dort. Aber mir scheint doch, dass die Unterschiede, die Sie genannt haben, auch zu tun haben mit einer sehr unterschiedlichen Medienlandschaft. Mir ist immer wieder begegnet im Gespräch mit amerikanischen Rechtswissenschaftlern und Rechtswissenschaftlerinnen, die versucht haben, ein Op-Ed in einer deutschen oder europäischen Zeitung zu platzieren, dass die sehr irritiert darüber waren, was als Format verlangt wird. Und man muss sagen, dass eben die Art von schnittigem Meinungsstück nicht dem entspricht, was wir in deutschsprachigen Medien klassisch haben in Form von längeren wissenschaftsnahen Essays, jedenfalls in der Medientradition, die wir hatten bis vor etwa 5 Jahren. Wie sich das verändern wird durch die aktuelle Krise, wie sich das auch durch das Dahinschrumpfen von Feuilletonformaten verändern wird, das wird man noch sehen. Aber ich glaube, das ist auch ein Umstand, den man nicht vernachlässigen sollte, wenn man darüber nachdenkt, warum für amerikanische Juristen vielleicht der Blog als Publikationsforum von Beginn an sehr viel attraktiver war als für deutschsprachige Kolleginnen und Kollegen, für die es eben nochmal ganz andere Formate und Möglichkeiten gab, Themen am Schnittpunkt von Wissenschaft und öffentlicher Debatte publiziert zu bekommen. Eine andere Sache, die ich noch sagen möchte, ist, dass mir doch das Bild, das hier von der Qualität rechtswissenschaftlicher Publikationen in Deutschland gezeichnet wird, etwas zu rosig ist. Also natürlich ist es richtig, dass es viele Zeitschriften gibt, wo man sehen kann, es gibt eine wohltuende Lotsenfunktion und eine sehr seriöse Qualitätskontrolle. Gleichwohl muss man sagen, dass durch die Unart des Druckkostenzuschusswesens es doch möglich ist, fast alles zu publizieren. Und ich glaube, wenn man so viel und zu viel juristische Qualifikationsarbeiten rezensiert hat, wie ich das habe, dann kann man sagen, dass es doch immer wieder auch den Eindruck gibt, dass da sehr viel auf den Markt geworfen wird, wo ein stärkerer redaktioneller Eingriff und auch eine stärkere Kritik von Verlagsseite und von Lektoratsseite der Publikation sehr gut getan hätte. Und ich muss eigentlich sagen, mir erscheint der Blog, der ja nicht ein Ersatz sein soll für klassische wissenschaftliche Publikationsformate, sondern ganz bewusst ein Aliot, also ein Forum, wo etwas anderes stattfindet, was vielleicht auch sehr viel näher an Gesprochenem am Gespräch ist, an sprachlichem Diskurs als an verschriftlichter Wissenschaft. Da scheint mir, dass es doch Möglichkeiten gibt, auch der Selbst- und Fremdkontrolle, die wir vielleicht erst noch explorieren müssen. Und in guten Momenten konnte man das doch gelegentlich auf dem Blog beobachten. Also für mich war so eine Sternstunde der Moment, als zum ersten Mal Lehrstuhlinhaber mit Klarnamen kommentiert haben auf dem Blog. Da gab es dann auch offensichtlich Irritationen, wie man miteinander umgeht, wie die richtige Form der Kritik an Kollegen aussieht auf dem Blog. Aber ich fand es erstaunlich, dass man sich dann vorwagte und das auch für den Leser, der von außen so reinguckt in die Art, wie deutsche Ordinarien miteinander kommunizieren in Echtzeit, dass da auch interessante Eindrücke sicherlich entstanden sind. Und ich finde, hier füllt dieser Blog auch eine sehr wichtige Lücke, denn diese Form des wissenschaftlichen Gesprächs ist doch etwas, was man nach meinem Dafürhalten auch in deutschen juristischen Fakultäten viel zu wenig erlebt und vielleicht auch lebt. Ich habe mir in Vorbereitung auf dieses Podium mal ein paar amerikanische Blogs angeschaut und war teilweise schockiert. Also ich habe mir die erfolgreichsten, also was die Seitenzugriffe angeht, angeschaut. Instapundit, Althaus, glaube ich. Das sind so die am meisten Klicks bekommen. Und da habe ich nicht sehr viel Rechtswissenschaft drauf gesehen. Ja. Aber das sind ja Juraprofessoren, die auch bloggen und die bloggen eben nicht nur über rechtswissenschaftliche Themen, sondern auch, was gerade so der Twitter-Trend ist und so weiter und dadurch eine sehr große Leserschaft erreichen. Und das scheint eben auf die Medienlandschaft in den USA zu verweisen, dass dort eben die Grenzen zwischen Akademia und Nicht-Akademia vielleicht auch fließender sind als hier und deswegen auch die Blogs dort erfolgreicher sein können. Ich wollte noch auf eine andere etwas ironisch auf eine Chance des Bloggens hinweisen, nämlich dass die Aktualität des Blogs vielleicht auch eine Chance für die Wissenschaft sein kann, nämlich
das Aktuelle, also oder um ein bisschen Papier zu sparen, wenn nämlich aktuelle Entwicklungen, die in der NVWZ erscheinen, einfach auf Blogs gebracht werden, dann kann sich die Zeitschriftenlandschaft in Deutschland vielleicht auf etwas nachhaltigere Publikationen konzentrieren. Ja, auch nochmal zwei Dinge sagen, auch zur Abrundung. Also ich würde auch nochmal, was Alexander Kämmerer sagt, nochmal unterstreichen. Ich glaube, man muss schon sagen, dass wir natürlich ein massives, verstecktes Qualitätsproblem in der Publikationslandschaft in Rechtswissenschaften haben. Also meine Erfahrung kann ich einfach sagen, wenn ich bei einem rechtswissenschaftlichen Verlag publiziere, werde ich nicht lektoriert. Wenn ich bei einem Publikumsverlag publiziere, werde ich lektoriert. Das heißt also, es ist eigentlich genau umgekehrt, so dass ein Verlag, der nicht wissenschaftliche Leserschaft anredet, eigentlich meinen Text härter prüft als die Wissenschaftsverlage. Und das ist ja bei einem Verlag von Beck mittlerweile schon, sozusagen hat das ja jede Schamgrenze unterboten. Das kann man, glaube ich, schon so formulieren. Dasselbe gilt für Zeitschriften, nicht? Also auch bei Zeitschriften, und ich gebe ja selbst auch mal einen Start jetzt mit raus, muss ich auch sozusagen zu meiner eigenen Schande gestehen, dass wir da eigentlich sehr unvollkommen redigieren. Und vielleicht, also wir da sozusagen Verfassungsblock wahrscheinlich mehr redigieren als im Staat. Ich muss mal so ganz hart so formulieren. Das ist auch eine Tradition. Das hat auch was mit falsch verstandener Kollegialität zu tun manchmal. Aber es ist jedenfalls ein Problem. Das Zweite, nochmal zu dem Amerika. Vielleicht denke, man muss den Blog natürlich irgendwie auch, also das Schöne an dem Blog ist ja erstmal, dass er gar nicht so einheitlich ist, wie wenn wir über den Blog reden. So, wenn der Max da schreibt, dann schreibt er halt ganz anders, als wenn ich da schreibe und so weiter und so fort. Der Blog ist ja erstmal schon intern sehr vielfältig. Und man kann ja auch sehr auf sehr unterschiedliche Art und Weise Stile da bedienen. Und ich denke, das wird auch nochmal der Witz sein, dass wir nochmal versuchen, auch auf unterschiedliche Art und Weise irgendwie diese Chance und dieses Medium zu nutzen. Und das bedeutet, glaube ich, auch, dass wir, wenn wir einen Blog machen, natürlich auch einerseits sehen, dass es ein Amerikaner aus dem Amerika kommendes Medium ist, aber dass wir so eine gewisse Form von auch eigenen Stil da entwickeln wollen, die vielleicht anders, der vielleicht auch einfach mal dezidiert anders ist, so wie wir überhaupt ein bisschen vielleicht darüber nachdenken, mittlerweile etwas selbstbewusster auch, trotz der Probleme auch etwas selbstbewusster, was so eine Eigenqualität von, sagen wir mal, kontinentaleuropäischer Rechtswissenschaft ist. Vielleicht nicht nur deutscher, aber kontinentaleuropäischer. Denn die Amerikaner, das muss ich auch sagen, die Vielfalt, die Frau Gelinski hat schon beschrieben und die ich auch sehr liebe und wo ich auch mal ganz glücklich bin, wenn ich da bin, die hat natürlich auch, ist auch ein bisschen Epiphänomen von guten und schlechten Dingen, nicht? Also die ganze Freiheit der amerikanischen Rechtswissenschaft ist einerseits natürlich auch ein bisschen Ausdruck über die ganzen amerikanischen Wissenschaften, sondern Ausdruck von einer relativ harten gesellschaftlichen Irrelevanz. Also von der Tatsache, dass eigentlich das, was Wissenschaftler sagen, sowieso nur von Linken gehört wird, muss man so ganz zuzuspitzen, von sonst niemandem, was bei uns ja nicht so ist. Also man kann im Grunde auch nur so verspielt sein, weil sowieso nur ein paar Leute hören und die anderen gar nicht mitbekommen. Die sich dann aber auch wieder radikal politisch zusammenzieht, wenn es ernst wird, nicht? Also als dann Cass Sunstein als linksliberaler Verfassungsrichter auf einmal anfing, die Entscheidung, die Internierungslager im Zweiten Weltkrieg rechtfertigt hat, zu loben, weil die sozusagen die Politik von Bush rechtfertigen konnte, obwohl er ein Demokrat war und Anne Murray Slaughter den Irakkrieg gerechtfertigt hatte, wussten wir, da ist eigentlich überhaupt gar kein Links mehr. Sondern auf einmal sind alle dabei, sind alle im Boot. Außer Dworkin, der nun unabhängiger, großbürgerlicher, halbeuropäischer Rechtsphilosoph war, waren auf einmal alle dafür. Und da sah man auf einmal viel, viel Gespiele, viel Vielfalt. Und wenn es sich zusammenzieht, wird so bretthart politisiert, dass es auf einmal monolithisch wird. Bis zu einem gewissen Grade. Nicht nur eng, sondern monolithisch. Das, denke ich, muss man sagen, um die ganze Geschichte zu erzählen. Und es ist keine antiamerikanische oder amerikakritische Geschichte, es ist einfach anders. Es ist nicht besser und nicht schlecht, es ist einfach anders. Aber das muss man, glaube ich, sagen, um die Geschichte abzurunden, dann auch nochmal sagen. Nicht? Denn natürlich, Spielen ist irgendwie schön, aber Jura ist halt irgendwie auch nicht nur Spielen. Jedenfalls dann nicht, wenn Rechtswissenschaft ja weiter relevant sein will. Ja, zu dem Stichwort Redigieren am Anfang seines Statements ist es nur so, dass wir auch durchaus da noch lernen können und auch lernen wollen und auch da besser werden wollen. Also da bauen wir auch jetzt erst die redaktionellen Kapazitäten langsam auf, die uns ermöglichen, da auch mehr Redigierarbeit zu leisten. Und das ist eigentlich auch unser Ehrgeiz. Zu dem Instapundit-Beispiel wollte ich noch, also nach meiner Wahrnehmung ist es ein vollkommen anderes Genre. Also es gibt sozusagen die tatsächlichen, also es ist ein bisschen so wie der Lawblog in Deutschland. Der heißt auch Lawblog und ist von einem sehr, der ist zehnmal so groß und von der Klickzahl wie der Verfassungsblog und ist wahnsinnig erfolgreich und ist von einem Anwalt, vom Strafverteidiger, der auch immer wieder mal über rechtspolitische Themen macht, aber eigentlich sozusagen heitere Begebenheiten aus der Welt des Strafverteidigerwesens schildert und insofern gar nicht mit Wissenschaft wirklich nur sehr marginal zu tun hat. Und bis zum gewissen Grad scheint mir das bei so Blogs wie Instapundit auch der Fall zu sein. Bevor wir jetzt auf dem Podium... Darf ich eine Frage stellen? Ja, bitte. Ich würde gerne eine Frage stellen, weil mich irritiert gerade dieses
dieses gemeinsame Nutzen von Verfassungsblock und Redigieren. Es ist klar, dass solche Kategorien von Medien immer was Künstliches haben, wo man da die Grenzlinien zieht. Aber ich würde sagen, wenn der Verfassungsblock redigiert ist, ist eine Online-Zeitschrift und kein Blog mehr. Also wie man jetzt einen Blog redigieren kann, das ist eine Sache, die mich irritiert. Deshalb würde ich da gerne sozusagen einfach wissen, wie das dann tatsächlich aussieht. Es hieß ja schon, ich habe da nicht geschrieben, ich habe leider keine Primärerfahrung. Deshalb vielleicht meine etwas naive Frage. Also es ist tatsächlich so, dass wir einfach vielfach Beiträge kriegen, die sozusagen nicht wirklich Blog geeignet sind, ja, erstmal. Und die, wo man dann sozusagen eine Schleife drehen muss und das erstmal überarbeiten müsste, und das versuchen wir auch, um sich darauf zu einigen, was funktioniert auf einem Blog und was nicht. Also wenn man tatsächlich sozusagen erstmal, also es ist schon so, dass ein auch vom Sprachduktus her, also dass man da sehr viel Zugangshürden erstmal abbauen kann und wo ich dann sozusagen mit meiner journalistischen Expertise dann da drüber gehe und wir uns dann eigentlich auch in der Regel schnell einig werden, dass der Text dann dadurch nur gewinnen kann. Also ich glaube nicht, dass da irgendeine Art von Widerspruch entsteht, im Gegenteil. Na, ich hätte gedacht, es ist halt nicht mehr ganz so subjektiv, ne? Wenn da die Hälfte Steinbeiß in dem Blogbeitrag ist. Das ist nicht die Hälfte Steinbeiß. Also wenn jemand, also es gibt so ein paar so sprachliche Sachen, also wenn jemand halt immer subjektiviert oder solche Verben wie etwas liegt vor oder etwas stellt dar oder sowas verwendet und dann löse ich das auf und mache daraus einen Nebensatz, dann ändere ich an dem Inhalt der Aussage überhaupt nichts und insbesondere nichts an der Subjektivität oder an der Meinungspositionierung, sondern mache den Text einfach zugänglich. Ja. Das ist journalistisches Handwerk. Ich habe es verstanden. Also es bleibt ein Blog, aber es ist einfach ein guter Blog und das genau, wird sich wegstellen. Genau, so okay, danke. Ganz genau. Ich würde tatsächlich jetzt gerne nochmal auf das Stichwort Kommentare zurückkommen. Das war kurz schon mal angesprochen und ich glaube, also aus meiner Sicht ist das ein ganz wesentlicher Bestandteil und ein Kennzeichen von Blog, dass es eine lebhafte Kommentarkultur darauf gibt. Und Franz hat es angesprochen, dass es durchaus so ist, dass man da überhaupt nicht weiß, wer da kommentiert und dass man damit rechnen muss, dass man auch Kommentare kriegt, wo man sich sehr wundern muss, wo die jetzt nun plötzlich herkommen. Aber nach meiner Erfahrung, auch insbesondere bei den Beiträgen, die jetzt nicht von mir sind, ist es doch immer wieder mal so, dass sich da tatsächlich Diskussionen entspinnen, wo ich sage, da geht es erst richtig los, da lernt man richtig was. Und zwar dann auch, wenn sozusagen tatsächlich verschiedene Blickwinkel da zusammenkommen. Und da würde ich gerne auch nochmal in die Runde fragen, wie da die Wahrnehmung ist. Also Franz hat ja da ein relativ ernüchtertes Fazit gezogen. Seht ihr das auch so? Oder vielleicht kann Stefan auch was zu sagen. Also ich lese manchmal sogar lieber die Kommentare als die Beiträge. Das ist auch... Das kann man ja auch bei Spiegel Online, Faznet und so weiter machen. Da kommen einige interessante Beiträge zum Vorschein. Aber ganz im Ernst, auf dem Verfassungsblog finden einige auch wirklich gute wissenschaftliche Diskussionen in der Kommentarspalte statt. Da sind also nicht nur, da ist nicht nur jemand, der gerade ein normaler Bürger oder Bürgerin, der vor Gericht verloren hat und jetzt mal für Gerechtigkeit streitet, sondern es sind auch Kollegen und Kolleginnen, die mindestens genauso gut Bescheid wissen und mit guten Argumenten sich an der Diskussion beteiligen können. Die findet man dort in der Kommentarspalte. Es wäre natürlich schöner, wenn man sie wirklich auch erkennen könnte, aber es macht auch Spaß, sie zu lesen. Auf unserem Blog, auf dem Juvis-Blog, passiert das noch viel zu wenig, aber wenn es Diskussionen gibt, dann ist das auch wirklich, dann merkt man dann auch die Unterschiede plötzlich, die man vielleicht auf einer Konferenz ja zuschüttet, weil man sich da nicht besonders wehtun möchte. Etwas hierarchiefreier geht es dann eben in den Kommentaren zu. Also dazu noch eine kleine Anmerkung. Also es gibt ja das Phänomen des Trolls. Das sind Kommentatoren, denen man anmerkt, dass sie nichts anderes im Sinn haben, als möglichst viel Ärger zu machen. Und das ist ein weit verbreitetes Phänomen. Und wenn es ganz blöd läuft und bestimmte sehr große Medienseiten sind, ist es so gelaufen, dann übernehmen die den Laden. Denn die sorgen dafür, dass sozusagen jeder, der was Besseres zu tun hat, an dieser Diskussion nicht mehr teilhaben will. Und dann bleiben irgendwann nur noch diese Leute übrig, die sich sozusagen wechselseitig beschimpfen und den größten Spaß daran haben, möglichst destruktiv zu wirken. Na, wir haben bisher das Glück gehabt, dass wir von diesen Trolls
weitgehend verschont geblieben sind, aber ich habe inzwischen auch einführen müssen, etwas, was ich lange nicht gemacht habe, nämlich auch tatsächlich Kommentare zu löschen, um diesem Missstand von vornherein vorzubeugen. Aber ich muss davon nicht sehr viel Gebrauch machen. Also es kommt vielleicht alle 2 Monate vor, dass ich da mal so einen Kommentar dann rauslösche, damit er keinen Schaden anrichtet. Kannst du mal eine Nachfrage stellen? Ja, bitte. Das hätte ich ganz gerne mal eine Nachfrage gestellt, weil ich auch mal das Gefühl hatte, dass ich da mit irgendwelchen Trolls plötzlich konfrontiert war, was die Trolls dann natürlich also ganz empört von sich gewiesen haben. Und das schaukelte sich dann so auf, dass ich habe da gar nicht mal geguckt, was da noch kam da. Aber also ich kann schon bestätigen, dass das nochmal eine neue Situation ist, auch für einen Wissenschaftler. Und ich glaube auch, dass es ja deswegen auch eine ungewohnte Situation ist, weil wir in der Wissenschaft, du hast das eben so gesagt, Herr Martini hat das, glaube ich, gesagt, ne, dass man tut sich ja nicht so weh, man sieht sich auf den Tagungen. Das ist ja auch die Funktion von wissenschaftlichen Tagungen, dass man sich gelegentlich nochmal so ins Gesicht schaut und sich denkt, naja, also vielleicht so ganz brutale Sachen schreibt man dann beim nächsten Mal, also jedenfalls, wenn man einigermaßen normal strukturiert ist, dann vielleicht doch nicht. Also dass man nochmal so, wurde mir mal so erklärt, dass man so, also dass so die wissenschaftlichen Tagungen entstanden sind. Und da ist auch was dran und also es hat sozusagen, es gibt da schon so auch so ein befriedendes Element, das sich gegen sich auch mal sozusagen im analogen, in der analogen Welt gegenübertretens. Frage an dich, Max, warum eigentlich kein Klarnamenzwang? Ich glaube, der Klarnamenzwang könnte, das klingt natürlich wieder sehr repressiv, da melden sich dann wahrscheinlich mit dem Namen Karl Schmidt an oder so. Aber trotz, also wie man es durchsetzt, weiß ich nicht, wie weit man, ob man dann einfach nur die Pseudonyme dann eben hätte, aber so im Schutz der Anonymität, das ist schon irgendwie so ein bisschen so ungleich. Ja? Also man schreibt da was und exponiert sich und äußert eine Meinung und dann kriegt man da irgend so einen anonymen Kommentar. Ja, Herr Mayer, wieder irgendwelches polemische Zeug. Will nicht leugnen, dass mich das dann natürlich auch ärgert, aber ich weiß genau, was als nächstes passiert. Wenn man dann eben genauso reagiert, dann sind das diese Flame Wars, die man eben von Anfang im Internet hatte und wo dann also letztlich nur verwüstetes Terrain entsteht und eben gerade das Diskursive, das ja die Chance ist, eben auch dieses Mediums völlig verloren geht. Klarnamenzwang? Also das ist ein Thema, über das wir nachdenken und das und die sozusagen die Anonymität der Kommentatoren ist ein Problem. Das ist ohne Zweifel so. Also wir haben einen unser regesten Kommentatoren, der tritt immer unter dem Namen Aufmerksamer Leser auf und ich habe keine Ahnung, wer das ist. Es ist offenbar jemand, der schon irgendwie im Film ist. Ich wüsste zu gern, wer das ist. Und der bewegt sich sozusagen immer haarscharf an der Grenze zur Trollerei. Aber er ist an sich zu sachkundig, um wirklich, dass man ihn wirklich als sozusagen blocken könnte. Aber er hat diese diebische Freude, unter dem Deckmantel der Anonymität sozusagen die ganze Zeit Ärger zu stiften. Und im günstigeren Fall führt es dazu, dass es dann da wirklich auch mal durchaus interessante Diskussionen auf die Weise zustande kommen. Im ungünstigeren Fall, und ich glaube, das hat Franz mindestens einmal erlebt, führt es dazu, dass es sich wirklich destruktiv auswirkt. Warum machen wir das nicht? Also ich fände es toll, wenn wir tatsächlich sozusagen die Leserschaft dazu bringen könnten, sich zu registrieren. Aber es ist erfahrungsgemäß einfach eine Hürde, die so hoch ist, dass die Gefahr groß ist, dass uns einfach die Diskussion abstirbt. Denn eine Diskussion, an der dann irgendwie niemand teilnimmt, die kommt dann gar nicht erst zustande. Und das ist ein Problem, an dem ich rumrätsle. Und wenn mir was Gutes einfällt, wie man das lösen kann, dann werde ich es ausprobieren. Aber mir ist noch nicht wirklich was Gutes eingefallen. Bevor wir jetzt die... Ja, bitte. Also wie Max schon sagte, haben wir da öfter lange darüber diskutiert, wie das zu handhaben ist mit den Klarnamen. Und für mich ist ein Grund, da keinen Zwang einführen zu wollen, auch der Umstand, dass wir den Eindruck haben, dass wir eine Reihe von sehr kompetenten Kommentatoren haben, die sich regelmäßig beteiligen und offensichtlich sehr kundig sind, was die Themen angeht, die wir behandeln, die aber anscheinend in beruflichen Rollen sind, die es ihnen nicht ermöglichen, mit Klarnamen aufzutreten. Und ich glaube, hier erfüllt der Blog auch eine sehr wichtige Funktion, die wir eigentlich auch versuchen zu erfüllen mit einem Projekt wie Recht im Kontext am Wissenschaftskolleg, nämlich dass wir Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen auch mit Juristen in verschiedenen Bereichen der Praxis, sei es in Ministerien, sei es in der anwaltlichen Praxis, sei es in den Gerichten, zusammenführen, weil wir denken, dass hier auch sehr viel an Gespräch möglich ist, dass Wissenschaft bereichert, dass aber auch die Praxis ihrerseits bereichert. Es gibt gegenseitige Wahrnehmungen durch Zeitschriften. Wir haben in Deutschland eine juristische Publikationskultur,
immer noch, muss man sagen, in der eben Juristen sich als Berufsstand gegenseitig wahrnehmen, ob sie nun in der Wissenschaft oder in der Praxis stehen. Und ich glaube, dass die Art, wie wir umgehen mit der Anonymität, die manche Kommentatoren eben nicht aufgeben wollen, auf dem Blog auch eine Möglichkeit ist, dieses Gespräch zu stimulieren. Dass wir natürlich auf der anderen Seite dann mit dieser Trollerei umzugehen haben, ist die große Herausforderung dabei. Da gibt es noch keine Optimallösung. Ich bin da immer noch sehr vertrauensvoll, dass Diskurs sich auch selbst reguliert und dass, wenn wir auch andere Kommentatoren oder Leser dafür gewinnen, sich ihrerseits einzumischen, wenn da irgendwas schiefläuft, sich das auch immer wieder in geregelte Bahnen bringen lässt. Bevor wir jetzt die Diskussion auf Sie erstrecken, würde ich gerne alle Teilnehmer noch mal um eine kurze Auskunft bitten. Und zwar, würden Sie Blogbeiträge zitieren und würden Sie Blogbeiträge, eigene Blogbeiträge in Ihr Publikationsverzeichnis aufnehmen und jeweils warum? Also ich habe schon Blogbeiträge zitiert, aber ich würde es nicht aufnehmen, weil ich nichts aufnehme, was halt auch keine Zeitungsartikel aufnehme. Ich nehme auch keine, ich nehme eigentlich nur wissenschaftliche Zeitungsbeiträge auf, aber keine allgemeinen Zeitungsbeiträge. Keine Ahnung warum, das ist so, habe ich mir so angewöhnt. Ich habe es auch schon mittlerweile, kann ich gar nicht mehr nachhalten. Das ist so vorläufig. Weil ich glaube, es passt nicht zur Form des Literaturverzeichnisses. Ich würde zitieren. Also zitieren muss man ja alles, wo was herkommt. Wenn es aus dem Blog kommt, kommt es aus dem Blog. Ins Literaturverzeichnis aufnehmen würde ich es, je nachdem, welche Qualität ich dem Beitrag zuschreiben würde. Wenn ich es als wissenschaftlichen Beitrag von seiner Substanz her verstehe, dann wäre mir das Medium völlig egal. Wenn ich den Eindruck habe, es ist mehr gewissermaßen ein Diskussionsbeitrag, der nicht wissenschaftlich sein will, dann nein. Ja, ich denke auch, dass man zitieren kann, zitieren soll, wird auch gemacht. Ich würde auch selber zitieren, hast wahrscheinlich auch schon gemacht. Ins Literaturverzeichnis, gut, ich denke, es gehört halt in eine bestimmte Kategorie. Ja, wenn man eine Kategorie hat, Namensartikel oder so, dann finde ich schon, das ist einfach nur eine Dokumentationsfrage, dass, wenn man da seinen Namen drunter geschrieben hat, dann eben auch festhält, auch dann in so einem Verzeichnis, was immer der Sinn von so einem Verzeichnis auch ist. Ja. Klar, kein Problem. Also ich habe auch Blogbeiträge zitiert, und zwar ist natürlich der Anspruch des Journalisten dann ein ganz anderer. Mir geht es nicht dann darum, etwas als wissenschaftlich oder unwissenschaftlich zu bewerten, indem ich das jetzt zitiere oder nicht zitiere, sondern es geht darum, Transparenz zu schaffen. Und deshalb finde ich es nicht nur legitim, sondern notwendig, jetzt aus journalistischer Perspektive zu zitieren. Ja, ich würde Blogbeiträge zitieren. Ich habe schon Blogbeiträge zitiert, also auch meine eigenen. Also man zitiert sich auch gerne selbst. Und unsere Autorinnen und Autoren tun das, glaube ich, auch. Und durch die Backlinks auf unsere Seite sehen wir auch, dass unsere Autorinnen und Autoren das in ihr Publikationsverzeichnis aufnehmen. Da scheint sich also in der jüngeren Generation vielleicht auch etwas zu ändern. Ja, ich habe mein eigenes Publikationsverzeichnis länger nicht aktualisiert, weil ich zu viel blogge und andere Dinge tue. Aber ich würde das selbstverständlich aufnehmen. Ich zitiere auch Blogbeiträge und ich würde es mit oder halte es mit Martin Eifert. Am Ende entscheidet die Substanz. Wenn es natürlich nur ein knackiger Meinungstext ist, ist das kein im engeren Sinne wissenschaftlicher Text. Aber wenn es ein Text ist, der in dem Zusammenhang, in dem ich mit einem wissenschaftlichen Thema umgehe, substanzielle Relevanz hat, dann gehört das natürlich zitiert. Und ich sehe auch, dass unsere Autoren das entsprechend handhaben und auch den Verfassungsblock führen in ihren eigenen Publikationslisten als eigenes Genre. Ja, ist doch toll. Also wenn das Panel halbwegs repräsentativ wäre, dann wäre das Thema Zitierfähigkeit von Blogs offenbar überhaupt kein Problem.